In Venedig endet das älteste Filmfestival der Welt mit den Preisverleihungen. Für den Glamour sorgten zahlreiche internationale Stars, so viele wie selten. Von Angelina Jolie bis Kate Blanchett, von Brad Pitt über George Clooney bis zu Daniel Craig. Jurypräsidentin Isabelle Huppert verleiht den Hauptpreis des Festivals, den Goldenen Löwen, an Pedro Almodóvar, einen Altmeister des europäischen Kinos. Thank you so much. Vielen Dank. The Room Next Door ist mein erster englischsprachiger Film, aber der Geist ist Spanisch. Tilda Swinton spielt eine krebskranke Kriegsreporterin. Sie will sich das Leben nehmen und mietet mit ihrer Freundin, gespielt von Julianne Moore, ein abgelegenes Haus. Eine emotionale und stilisierte Tragödie über selbstbestimmtes Sterben. Verdient gewinnt Nicole Kidman die Coppa Volpi als beste Schauspielerin. Den Preis konnte sie heute in Venedig wegen des Todes ihrer Mutter nicht entgegennehmen. In dem Erotikdrama Baby Girl spielt sie eine Frau, die eine außereheliche Sadomaso-Affäre eingeht. Der Franzose Vincent Lindon überzeugt in The Quiet Son. Auch für ihn gibt es den Darstellerpreis. Im Film muss er als alleinerziehender Vater hilflos zusehen, wie sein Sohn in rechtsextreme Kreise gerät und gewalttätig wird. Vor 5 Jahren hatte der Joker hier den Goldenen Löwen gewonnen. Teil 2 ging diesmal leer aus. Die Fortsetzung Joker, Folie à deux, entführt als dunkles Musical in eine Welt zwischen Irrsinn, Leidenschaft und Showtime. Die gab es auch beim extravaganten Auftritt von Lady Gaga und Joaquin Phoenix. Fanmassen dankten. Venedig ist so ein romantischer Ort, eine grandiose Bühne für die Filmkunst. Eine Premiere hier ist ein Traum. Also dachte ich mir, der Auftritt muss etwas Besonderes sein, voller Eleganz. Die Filmfestspiele von Venedig haben nichts von ihrer Strahlkraft verloren. Diesem Jahrgang gelingt die Balance zwischen Glamour und Filmkunst.